Für die günstigsten und sichersten FIFA 17 Coins checkt mal gerne meine Sponsoren MMOGA und IGFold aus. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und beim Kauf über meine Links würdet ihr natürlich mich unterstützen. Euch kostet das Ganze nicht mehr, ihr seid die Besten. Danke! Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft-Video auf meinem Kanal. Heute, ihr seht es schon, gibt es wieder das Würfel-Footdraft Barman. Der Würfel ist wieder am Start und heute, für diejenigen, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, wir werden bei jedem richtig krassen Spieler würfeln, welchen Spieler wir mitnehmen. Das heißt, ich werde den Ball hinten hinwerfen, werfen wir eine 1 oder würfeln wir eine 1 bis 5. Müssen wir natürlich den Spieler mitnehmen, wie die Zahl auf dem Würfel ist. Würfeln wir eine 3, müssen wir den dritten Spieler mitnehmen, also den in der Mitte bei der Footdraft-Auswahl. Würfeln wir eine 6, dürfen wir uns einen Spieler aussuchen. Das ist natürlich sozusagen die beste Wahl, die man treffen kann. Das letzte Mal kam das richtig gut bei euch an. Lasst natürlich heute auch wieder ein Like und ein Abo, da letztes Mal 4000 Likes für die Würfel-Footdraft-Episode. Und wenn ihr das Ganze heute nochmal sehen wollt, würde ich sagen, komm mal, 5000 Likes sollten easy möglich sein. Dann gibt es demnächst wieder ein Würfel-Footdraft. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Footdraft. Let's go! Okay, der Würfel liegt bereit. Los geht es. Erstes Footdraft. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir haben die Formation 3-4-2-1. Die nehmen wir mit. Und danach werden wir natürlich direkt loslegen, wer der Captain wird. Mal schauen, wer es wird. Quadrado! Oh, Ibrahimovic! Oh mein Gott! Movember-Card Ibrahimovic! Und Lionel Messi! Okay, wir müssen jetzt eine 6 würfeln. Okay, Leute, wir müssen nochmal würfeln. Ich hatte eine 3 gewürfelt. Der Würfel lag allerdings hinten in der Ecke. Man hat ihn auf Cam nicht gesehen. Bevor einige von euch schreiben, beziehungsweise ihr konntet ja nicht mal sehen, ob es eine 3 ist, würfeln wir lieber nochmal. Ich würde sagen, los geht es. Dann würfeln wir nochmal eine 3. Oh, es ist eine 3. Okay, diesmal ganz ehrlich. Warte, man kann es wieder nicht auf Cam sehen. Aber man kann es wieder nicht so richtig sehen. Aber ich brauche ja nur so drehen und dann seht ihr es. Jetzt, ihr seht es, zack, es ist eine 3. Okay, nice, Mann. Alter, zweimal hintereinander eine 3 läuft richtig bei mir. Okay, das heißt, wir dürfen Ibrahimovic mitnehmen. Bam, 91er Ibrahimovic kommt ins Team. Rechter Stürmer. Scheiße, Mann. Wäre Ibra mal bei PSG gewesen, hätten wir jetzt auch Lukas. Okay, wir hätten Lukas gehabt. Ihr habt euch gewünscht, dass wir bei jeder Zahl würfeln sollen. Müssen wir jetzt allerdings ein bisschen schneller machen. Es ist eine 2 und man sieht es wieder nicht so richtig. So eine Scheiße, aber es ist Lukas. Okay, ihr seht es. Es ist eine 2. Zack, ich muss mir da was ausdenken mit der Cam, Alter. Das ist richtig schlecht. Okay, wir müssen jetzt, beziehungsweise ihr habt euch gewünscht, dass wir alle Zahlen würfeln. Und das machen wir auch jetzt. Oh, Coutinho. Okay, Nummer 4, bitte. Bitte die Nummer 4. Was wird es? Oh, nein. Es ist die Nummer 5. Das kann ja nicht wahr sein. Bruma wird es. Okay, Bruma nehmen wir mit. Weiter geht es. Linkes Mittelfeld. Wer wird es? Arnautovic, Schott auf Schürrle. Und Wijnaldum. Okay, Wijnaldum wäre gut. Die Nummer 5 wäre eigentlich perfekt. So, wir würfen jetzt mal da hinten gegen. Das ist der Würfel. Oh, es ist eine 5. Okay, es ist eine 5. Kann man sehen? Kann man sehen? What the fuck? Wo ist der da? Es ist eine 5. Okay. Nice, Mann. Es ist eine 5. Wir können Wijnaldum mitnehmen. Der kommt jetzt hier oben hin. Zack. Okay, weiter geht es ins Mittelfeld. Alter, wir ziehen aber auch keinen richtig guten Spieler hier gerade. Okay, da kann man sich eigentlich echt das Würfeln sparen. Wir machen es trotzdem, weil ihr es euch gewünscht habt. Es ist eine 1. Sieht man es? Digga, ich stehe wieder voll im Weg, aber da unten seht ihr es. Es ist eine 1. Okay, ein Doje. Okay, weiter geht es. Nächster Spieler, der wird wieder nicht gut. Hä? Hey, was soll die Scheiße? Strohmann, Jorginho, Gabi und Co. Und wir würfeln es wieder am Arsch der Welt. Scheiße. Es wäre eine 5 gewesen, egal. Wir würfeln nochmal. Das war scheiße. Man hat ja gar nichts gesehen. Oh, diesmal ist es eine 4 ist es. Okay, es ist eine 4. Jorginho. Alter, was sind das für schlechte Spieler? Nur Ibra. Das war der einzige gute Spieler, Ibra, den wir gezogen haben. Promes, Lamela, Podolski. Okay, Podolski. Sissoko hätten wir auch noch da hinten. Was wird es? Es ist eine 6. Okay, es ist eine 6. Auch wenn es ein bisschen auf Kippe war. Aber scheiß drauf. Es ist eine 6. Das heißt, wir können den Spieler mitnehmen, den wir wollen. Okay, wir nehmen Lamela mit. Zack, hier oben hin. Okay, weiter geht es. Alter, warum kommen denn nur scheiß Spieler nach Ibra? Was soll das? Oh, Mertes AK. 27 Tempo. Mertes AK. Was wird es? Es wird eine 2. Kann man es wieder auf Cam nicht sehen da hinten? Es ist eine 2. Alter, was ich hier für eine Scheiße mache. Aber egal, es wird ab den nur. Okay, weiter geht es. Nächster Spieler, der könnte halbwegs gut werden. Okay, Mathieu. Mathieu bräuchten wir, obwohl. Naja, so gut ist er jetzt auch nicht, Mathieu. Oh, schon wieder hier unten hin. Jeder Würfel. Schon wieder eine 2, Digga. Digga, das kann doch nicht sein. Jeder Würfel. Der geht da unten hin. Es ist wieder eine 2. Okay. Rodriguez. Digga, ich muss die Würfel mal irgendwie ein bisschen anders werfen. Ich muss mal an meiner Wurftechnik arbeiten. Oh, Bonucci. 88er Bonucci. Bitte. Es muss
eine 3 werden. Es wird eine 4, nein. Oh mein Gott, Alter, nein. 88er Bonucci, du Scheißwürfel. Das gibt es doch nicht. Direkt in den Müll mit dir, ey. Oder komm, geh. Ach, komm on, scheiß drauf. Okay, Martinez, weiter geht es im Tor. Wenigstens ein guter Torwart. Komm on, Rainer Muslera. Alter, ist das schlecht. Okay, mal schauen, wir würfeln. Oh. Scheiße, okay, es wird eine. Och, der ist auf Kippe. Eigentlich wäre es eine 1, Casillas. Aber soll der zählen? Ich weiß nicht, ob der zählt. Der hängt da richtig auf Kippe. Ach komm, der zählt, was soll's. Casillas ist am Start. Okay, 54 Chemie nur. Alter, und nur ein guter Spieler, den wir bislang gezogen haben. Okay, Max Kruse, Morales. Okay, weiter geht es. Oh, okay, bleib stehen. Ja, okay, wer ist? Ah, 1 ist es. Man kann es wieder nicht auf Cam sehen, aber jetzt. Es ist eine 1. Oh mein Gott, 50 Tempo. Adam, dein scheiß Ernst oder Adam? Okay, der könnte wieder ein bisschen gut werden, der Spieler. Au, Sanchez. Okay, 88er in vom Sanchez. Den müssen wir uns holen. Alter, ich bin richtig außer Puste, ey. Das. Ey, Junge, ich laufe hier zu viel hin und her. Okay, los geht es. Was ist es? Eine 4. Boah, war das knapp. Sanchez, habt ihr das gesehen? Wie langsam der sich um die Ecke gelegt hat. Okay. Mein Gott, komm, ich will noch mehr Spieler. Lohnt es sich eigentlich gar nicht, hier zu würfeln. Wir machen es trotzdem mal. Es ist eine 1. Es ist eine fucking 1. Und wir ziehen keins, Digga. Oh mein Gott. Okay, weiter geht es. Jonas, Reed. Oh, Hazard. 89er Hazard. Das ist fresh. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen eine 3. Okay, eine 3 oder eine 6? Eine 3 wäre schon heftig. Come on. Bitte, Digga. Die Spieler waren so schlecht bislang. Ist es eine 3? Kann man es... Ja, man kann es sehen. Okay, Sanchez in zentrale Mittelfeld. Läuft bei uns. Okay, weiter geht es. Wo bleibt eigentlich mal Ronaldo? Neymar oder Messi? Hier kommt keiner. Oh, World Cup. World Cup wäre gut. Wieder eine 3. Wir bräuchten wieder eine 3. Oder, ja, der Rest ist scheiße. Was wird es? 5. Ah, shit. Okay, oh, Drogba. Okay, wir nehmen Drogba mit. Weiter geht es. Oh, der wird gut. Wer wird es? Ronaldo. 94 Ronaldo. Oh mein Gott. Ey, der Rest ist ja richtig schlecht. Nur Ronaldo. Der Rest ist richtig kacke. Okay, wir brauchen eine 2. Oder eine 6. Okay, wo ist die 6? Wo ist die? Wo ist die, Digga? Hä, die 6? Ah, da. Ich dachte schon, die 6 wäre weg. Bitte, komm, eine 6 oder wo ist die 2? Wo ist die 2? Da. Bitte, eine 6 oder eine 2? No look, diese. Oh, oh, was war das? Hat sich gut angehört. Aber wir schauen mal. Es ist eine 6. Oh, es ist eine 6. Okay, guckt es euch an. Oh, Digga. Es ist eine 6. Oh, komm, guck, guck, Cam. Wo ist die Cam? Da. Es ist eine fucking 6. Okay. Egal, weiter geht es. Oh, oh, der wird wieder gut. Komm on, wer wird das? Oh, mein Gott, was ist das für eine Auswahl? Lewandowski, Messi, Gareth Bale. Und da ist wieder dieser Candreva. Könnt ihr euch noch erinnern? Könnt ihr euch noch an das letzte Würfel-Footdraft erinnern? Wir hatten Messi, Bale und Ronaldo zur Auswahl. Und wir würfeln Candreva. Das kann nicht sein. Ey, wenn das heute passiert, ich drehe am Rad. Wir brauchen eine 1 bis 3 oder eine 6. Wir dürfen nur zwei Zahlen nicht würfeln. Eine 4 oder eine 5. Ey, ganz ehrlich, wenn wir jetzt eine 4 oder eine 5 würfeln, ey. Ich drehe am Rad. Ich drehe wirklich am Rad. Bitte keine 4 oder eine 5. Oh, es wird eine 6. Oh mein Gott, es wird eine 6. Wir können uns den Spieler aussuchen. Oh mein Gott, ich dachte wirklich gerade. Ey, der wäre fast auf der 4 stehen geblieben. Seht ihr? Die 4. Die 4 ist direkt da unten. Alter, okay. Wir können Messi mitnehmen. Mittelfeldspieler ist voll kacke. Okay, so sind wir wenigstens auf 1. Oh, 87er Bewertung. Oh, der wird scheiße. Okay, ich hole schon meine Würfel. Snyder Bolasi ist der letzte Campbell. Okay, was wird es? Es ist eine 1. Okay, wir können Snyder mitnehmen. Die letzten 4 Spiele. Oh, der wird wieder gut. Komm on, Sergio Ramos oder so. Oh, oh, James Rodriguez. Oh, Pjanic auch noch. Okay, James Rodriguez wäre natürlich am besten, muss man ganz ehrlich sagen. Eine 3 oder eine 6. Boah, was war das denn für ein Tor? Okay, der ist hängen geblieben. Das heißt, wir machen nochmal. Komm, no look. Rückwärts. Oh, was wird das? Nein. Es ist eine 2. Mota. Oh, komm, warum? Och, Digga. Nein, es wird, ey, das ist der schlechteste von allen. Okay, so sind die Regeln, wir müssen Mota mitnehmen. Weiter geht es, die letzten 3 Spieler. Ich denke mal, gut, werden die jetzt auch nicht wirklich. Rose, Debussy und Co. Naja, eigentlich scheißegal, was wird das? Es wird eine 3, okay, Debussy. Oh nein, ich habe Radu mitgenommen, ich Idiot. Shit, ich wollte eigentlich, aber okay, das hat sich, scheiß drauf, Mann. Da hat sich jetzt auch nichts dran geändert, ob die 3 oder die 4 waren beide scheiße. Okay, oh, come on, kein Silberspieler. Warum? Warum scheiß Silberspieler? Es ist eine 3. Schon wieder eine 3.
Okay, Lavarone. Okay, jetzt kommen wir noch zum Torwart. Der muss jetzt gut werden, bitte. Der muss verdammt nochmal gut werden. Och, noch mehr Spieler. Gillette. Gillette Abdi. Okay, noch eine 2. Come on, da können wir Gillette Abdi mitnehmen. Es ist eine 2. Oh mein Gott. Ich schwöre, es ist eine 2. Es ist wirklich eine 2. Der liegt da hinten, der Würfel. Das kann nicht sein. Gillette Abdi dürfen wir mitnehmen. Hier, ich drehe ihn nicht. Ich drehe ihn wirklich nicht. Ich habe ihn einfach nur gerade über den Boden geschoben. Hier ist es eine 2. Aber ganz ehrlich, Gillette Abdi. Der bringt uns auch nichts. Okay, das wird unser Gegner. Wir schauen mal, was er für ein Team hat. Ich würde sagen, wenn wir eine 1 bis 3 würfeln, ist dein Team scheiße. Wenn wir eine 5, wenn wir eine 4 bis 6 würfeln, ist dein Team gut. Los geht es. Hoffentlich eine 1 bis 3. Nein, es ist eine 4. Okay, es ist eine 4. Kann man es sehen? Also das heißt, sein Team wird gut sein. Oh, ich sag's euch doch. Sein Team ist gut. Der Würfel hat es vorausgesagt. Zwei Legenden. Neymar und Messi. Toni Kroos hat er auch noch. Digga, der Würfel ist... Digga, der Typ ist hell, der weiß alles. Läuft bei dir. Oh, die sagt einen Pass. Oh, komm, oh, perfekter Pass auf Wijnaldum. Da wollte ich eigentlich gar nicht hinspielen. Aber scheiß drauf, Wijnaldum, Flanke auf Ibra. Das... Oh mein Gott, nein. Hätte jetzt nicht ernsthaft vorbeigeköpft, oder? Combination, Alter. Oh, diese Combination. Oh, oh mein Gott. Habt ihr das? Oh, nein, gegen die Latte. Habt ihr dieses Dribbling von Ibra gesehen? Ich habe so viele Chancen, ich nutze wieder keine. Okay, guckt euch das an. 92. Minute. Der kann nichts, der Typ. Jetzt kommt er nämlich hier noch aus und macht noch einen Lupfer rein. Okay, das war gut gemacht. Das ist so unverdient. Ich hatte so viele Chancen. Dave, jetzt macht er direkt den Ball rein. Das ist immer dasselbe. Kaum liegt man 1-0 zurück, macht den auf einmal. Warum hat er ihn eben nicht in der normalen Spielzeit gemacht? Ey, wenn er ihn jetzt macht, ne, spielt den safe rüber. Ey, meine Güte. 2-1. 2-1. Zweimal ausgekontert. Ich glaub's echt nicht, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, den hätte man ein Tor doch haben können. Der war nicht so gut geschossen. Ey, das gibt es nicht. Okay, wir müssen weiter. Ey, das kann nicht wahr sein. Nein, what the fuck? Was ist mit meiner Verteidigung los? Ich spiele zwar auf sehr offensiver. Warum ist da so ein Loch auf einmal? Er spielt den eh rüber. Das ist das 3-1. Mein Torwart hält die noch und dann habe ich... Och, er hat so viel Glück, das ist unglaublich. 3-1. Okay, das war's. 3-1 leider verloren gegen ihn. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ziemlich unnötig, ganz ehrlich. Am Ende war er besser, weil ich echt keinen Bock mehr hatte. Kennt ihr das manchmal? Ihr seid in der normalen, in 90 Minuten so überlegen und dann steht es 0-0 nach 90 Minuten. Dann hat man einfach keinen Bock mehr, weil man viel, viel besser war. Ihr seht es hinterher, ganz ehrlich, in der Verlängerung war er besser, deswegen hat er auch gewonnen. Egal, kann man nichts machen, ich hoffe trotzdem, dieses Würfel-Footdraft hat euch gefallen. War auf jeden Fall ziemlich nice, hat richtig Bock gemacht, das Team war eigentlich geil. Ich hätte ganz ehrlich, glaube ich, auch gewinnen können. Hätte ich bis zum Ende 100% gegeben. Aber egal, kann man nichts machen, vielleicht war er besser. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, das war's dann von diesem Video. Checkt natürlich jetzt noch meine Sponsoren MMOG und IG voll aus für die billigsten Coins. Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung, Rabattcode ist auch in der Videobeschreibung. Wisst Bescheid, ihr würdet mich natürlich mit dem Kauf unterstützen, danke an jeden Einzelnen, der mich damit im Kauf unterstützt, ihr seid die Besten. Und checkt natürlich noch meinen Shop aus, da gibt es den Hoodie hier, mein Footdraft Luck Hoodie, den blauen Camouflage Hoodie gibt es auch noch, das hier der grüne, der blaue liegt irgendwo, den gibt es auch noch, checkt meinen Shop aus, Link ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne auschecken jetzt für den Winter, sind die Dinger einfach perfekt, richtig gemütlich, wünsche euch den zu Weihnachten, was weiß ich, und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao!